Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Team Improve Fitness Podcast Episode. Heute wieder mit Coach Niki. Was geht ab, Niki? Hallo, gar nichts geht ab. Bisschen retarded vom Beintraining. Danke für diesen super tollen vierten Tag und allgemein für alle, die es nicht wissen, ich bin ja verletzt und kann leider keinen Oberkörper trainieren. Und dann hat der Valentino mir einen spontan viermal Beintag die Woche geschrieben, der voll reinhaut. Ich darf jetzt auch einen Widowmaker machen. Wann ist der Ja. dran? Der war schon gestern. Ah, Boah, Mann, du das war hättest es so filmen geil, weil müssen. Das hättest du fuck, das filmen war müssen. richtig geil. Ja, ich hätte es filmen sollen. Ich war voll irgendwie so voll drin. Ich war da einfach so, ab geht's. Das war echt Geil. geil. Also Ja, da hatte ich deswegen echt bist du so gerädert heute. wahrscheinlich, ja. Ja. Ich glaube, man sieht es mir auch an so. Ja, man sieht es ja an. Ja, egal, ich übernehme heute das Reden und du sagst einfach so, Ja, ja, ich nein. sag, ja, passt. Ja, Was geht bei geil. dir, Wolle? Ja, du, heute Morgen war ich mit Anna trainieren. Sie hat Beine gemacht, ich habe Push gemacht. Und ja, dann habe ich jetzt bis jetzt gearbeitet. Und ja, das war's. Ende vom Podcast. Nee, ja, ich habe mit meinem Coach heute gesprochen über Zoom und haben mal endlich mal das ganze Jahr so ein bisschen geplant, so wie wir es auch immer machen. So, okay, wann machen wir was? Ja, jetzt, das fühlt sich gut an. Jetzt weiß ich einfach, wo es lang geht. Und nächstes Jahr, wenn es gut läuft, dann starte ich selber wieder. Dieses Jahr habe ich mich halt einfach entschieden, meine Athleten im Vordergrund zu haben. Und auch nächstes Frühjahr, also nächstes Jahr bei dir, dass du gecoacht wirst zu mir und ich dann nicht mitten in der Prep bin. Weil, ja, ist schwierig. Also, ich hätte jetzt dieses Jahr schon starten können, aber ich denke aber, das Endergebnis wäre nicht so gut gewesen, weil. Im Frühjahr habe ich 8 Shows, wo ich dabei bin als Coach, auch viel international. Das heißt, voll viel rumreisen. Und dann im Herbst auch nochmal 7 oder 8 Shows, auch nochmal jedes Wochenende rumreisen und dann sich selber vorbereiten. Das ist einfach nicht so ein geiles Szenario. Weder für mich noch für meine Athleten. Deswegen bin Glaube ich zufrieden. dir. Ich bin Ja. ja auch rumgereist jetzt. Also, was heißt rumgereist? Ich meine, ich wohne ja in der Schweiz. Ich bin nach Deutschland gereist. Ich bin aber nach Luxemburg gereist. Es war ein Weg, ey, 500 irgendwas Kilometer. Und ich war nicht auf Prep. Es war trotzdem voll stressig. Weil du musst trotzdem alles planen, Urlaub planen, du musst arbeiten. Dann fängst du vielleicht früher an zu arbeiten, weil du dann noch ins Training gehen möchtest, bevor du dann losfährst. Dann musst du noch Meal Prep machen, weil ohne Meal Prep geht dir natürlich gar nichts bei den Freaks, also bei uns halt. Ja, und das sind halt so Sachen, wo du halt auch mit bedenken musst. Und wenn du dann noch auf Prep bist, boah, Ja. ja, das muss man schon planen. Das ist auch stressig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, wenn ich am Wochenenden irgendwo betreue vor Ort, durchkomme daheim, ich bin platt, aber ich bin auch meistens so 1, 2 Kilo leichter, weil ich einfach für den ganzen Stress vergesse zu essen und auch gar nicht zum Essen komme. Und das zehrt halt ziemlich. Nicht nur an den Nerven, sondern auch körperlich einfach. Das denkt man gar nicht Ja, so. Man denkt so voll. als Coach, es ist ja vielleicht entspannt, weil die Athleten müssen ja auf die Bühne, aber es ist eigentlich gar nicht so. Man ist dann mega aufgeregt. Nee, erstens aufgeregt und wenn du mehr als einen Athleten dabei hast, dann bei dem anderen muss Farbe drauf gemacht werden, bei dem anderen passt der Bikini nicht, dann musst du, hast du vielleicht zwei verschiedene Klassen, die zu unterschiedlichen Zeiten dran sind, dann ist Person 1 schon musst du ready sein, Backstage sich aufwärmen, dann muss das Öl drauf, dann keine Ahnung. Der andere muss aber essen, dann werden Fragen gestellt. Und das ist, ja, unterschätzt man halt. Also ich dachte auch, ja, okay, ich meine, ich kenne das Prozedere, ich weiß, wie es funktioniert und dann, ja, steht man dann da und vor allem, man muss ja auch immer bedenken, der Zeitplan, der vorgegeben ist zuvor, der ist auch nicht immer 100%, wird er dann eingehalten. Also der kann sich auch schnell mal ändern. Und dann heißt ja, Bikini kommt jetzt dran und nicht erst in 2 Stunden. Ja, genau. Und dann musst du halt schnell handeln. Das ist es. Das ist voll. Also, es ist schon immer so ein Abenteuer jedes Mal. Ja, deswegen, ich finde, sowas sollte man genießen. Und wir beide sind auch Athleten, nicht nur Coaches. Und wenn wir uns selber vorbereiten, ja, sollte man ein bisschen auch für sich selber die Zeit haben. Das ist halt wichtig, weil du bereitest dich vor. Und am Ende hast du mega Stress, weil du zu viele Athleten dann vorbereitest. Und dann gehst du selber unter. Und dann stehst du vielleicht auf der Bühne, aber.
mit einem Paket, was du gar nicht zufrieden bist. Und das will ich halt für niemanden. Ja, Eben. Ich denke, da deswegen. sind wir uns einig, dass wir für unsere Athleten das Beste wollen, aber auch für uns selber. Das heißt, wenn wir wirklich dann soweit sind und auf die Bühne gehen wollen, dass wir dann sagen, okay, ich mache jetzt nicht nur einfach mit, sondern ich gebe halt wirklich 100% und hole das Allerbeste raus. Ja, du willst ja auch deinen Athleten, deinen Kunden zeigen, dass du selber das, was du sagst, auch machst. Also wenn du dich vorbereitest, dann willst du auch nicht ein geiles Paket bringen. Und nicht nur sagen, ja, ich habe mich halt vorbereitet, ich bin auf der Bühne gestanden. Du willst sagen, hey, guck mal, ich habe hier das beste Paket ever gebracht. Ich habe hier Wettkämpfe gewonnen und so weiter. Das ist natürlich so auch eine Vorbildsfunktion irgendwann. Also nicht unbedingt gewinnen, aber dass man halt das beste Paket bringt. Ob man dann gewinnt, Ja. kann man leider nicht so direkt in selber entscheiden. Ja, also heute sprechen wir über ein echt interessantes Thema. Wie baut man den perfekten Bikini-Körper auf? Wir haben da so ein paar Punkte uns notiert. Ja, fangen wir vielleicht an. Wie sieht denn überhaupt der perfekte Bikini-Körper aus? Wenn wir es jetzt beziehen auf Wettkampfsport, ist vielleicht ein bisschen leichter, aber da haben wir so ein paar Kriterien. Ja, was macht denn so ein, sage ich mal in Anführungszeichen, perfekten Bikini-Körper aus? Ja, muss auf jeden Fall schlank sein. Also zum einen muss man weiblich sein. Schlank. Ja, oder ich meine, gibt es irgendwie Transgender oder sowas? Nee. Mit der Bikini-Kategorie. Ist, Ich glaube ich, kenne mich. schwierig. Ja. Also, es soll es auf jeden Fall, also, man muss jetzt nicht wie Model aussehen, sage ich jetzt mal, um zu Nee, gewinnen aber. oder so, aber man sollte auf jeden Fall eine gewisse Weiblichkeit Ja. bringen, so insgesamt, auch wie man sich gibt und bewegt und so weiter, ja. Genau, aber das kann man lernen. Also ich muss dazu sagen, ich war auch eher so Stock im Arsch unterwegs. Und ja, der Wille zählt halt. Wenn du etwas wirklich lernen möchtest, dann kann man das auch lernen. Und ich finde es halt zum Beispiel voll krass, also so wie du gesagt hast, vielleicht fangen wir mal dabei an, diese gewisse Art von Beauty muss einfach da sein. Also du musst weiblich aussehen, du musst ein schönes Gesicht haben, du musst dich bewegen können, elegant. Aber da gibt es auch zum Beispiel, das machen ja die Russen dann voll oft, die machen so Kurse, wie die sich wirklich so elegant geben können. Und das kann man echt lernen. Das dauert halt, weil, wie gesagt, ich war auch eher mit dem Stock im Arsch unterwegs, aber man kann es echt lernen. Ja, das ist es. Also sagen wir mal so, die Gesamterscheinung, wenn man auf die Bühne geht, dieses Weibliche und einfach selbstsichere, aber auch die Ausstrahlung ist halt mega wichtig, wie man sich bewegt. Also bezogen auf das und bezogen auf den Körper, was würdest du da sagen? Also ich sag mal so, was halt viele Klassen ausmacht, aber auch die Bikini eben, ist, dass man halt so eine gewisse Form bringt und die sollte halt so sein, dass du eine feste, schmale Taille hast. Man braucht jetzt nicht einen durchgestreiften Sixpack, das will man auch gar nicht zeigen, es wird eigentlich eher abgewertet. Man möchte aber eine straffen, feste Taille haben und dann eben die Muskeln so entwickelt haben, dass halt die, ich sag mal, die weiblichen Formen ja, betont werden. Das heißt, einen guten Gluteus, gute Gesäßmuskeln, Oberschenkel so trainiert, dass halt Rundungen zu sehen sind, aber keine krassen Einteilungen oder so. Ja, runde Schultern, aber auch jetzt nicht eckig. Beim Po genauso, also runden Po, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie so wirklich so ein Rechteck haben, also zu viel Muskeln. Und wir möchten jetzt auch nicht irgendwie Querstreifen haben, nirgendwo. Ja, also es sollte definiert sein, aber bis zu einem gewissen Punkt, dass man Definitionen sieht, aber keine Querstreifen. Ja, gut, der Rücken ist wichtig, macht natürlich diesen V-Shape aus. Und ansonsten die Arme müssen halt passen zum Rest, müssen jetzt aber auch nicht super entwickelt sein. So, das sollte alles betont sein, athletisch, wie gesagt, weiblich. Also die weiblichen Kurven werden betont über die Muskeln. Ist es ein bisschen anders wie jetzt, zum Beispiel in der Figurklasse haben wir, ist es alles krasser. Da sind mehr Muskeln vorhanden, viel mehr Härte, alles viel ausgeprägter. Ist im Endeffekt die große Version von der Bikini, aber alles viel krasser halt einfach. Und auch andere Posen werden natürlich dann benutzt. Und das ist so ein bisschen auch, denke ich mal, das geht schon in die Richtung, wie viele auch den Körper so als ästhetisch empfinden. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und ich zeige jetzt hier ein Bild von einer Bodybuilderin,
Ja, komplett durchgestreift und muskulös. Das ist eine krasse Leistung. Ja, will ich auch gar nicht schlecht reden. Ist richtig krass. Und ich zeige jetzt eine Bikini-Dame, die auch krass aussieht für die Normalbevölkerung. Da würden auch die meisten erst sagen, ja, die Bikini-Dame sieht noch okay aus, so. Ist auch schon ultra krass. Aber die können sich damit identifizieren. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht auf die Bühne gehen, die könnten sich praktisch das jemanden nehmen, der auf die Bühne geht, eine Bikini-Athletin, und einfach da vielleicht nochmal ein, zwei Kilo Fett draufrechnen, dass es nicht ganz so abgezogen aussieht. Und dann könnte man sagen, hey, wow, das ist eine richtig schöne Bikini-Form, das ist ein richtig schöner Körper, den man anstreben kann, der eher erreichbar ist. Ja. Weiß nicht, wie du das siehst. Habe ich was vergessen zum Thema? Nein, Ja. ich sehe es genauso. Ja, wichtig ist halt immer zu wissen, wo man starten möchte, in welche Kategorie und sich halt dann auch mal anschaut, okay, wie sehen denn die Top-Gewinnerinnen aus in dem Bereich? Dann weiß man nämlich, ja, was man da genau braucht oder wo es mangelt an Muskulatur und wo man halt eben noch arbeiten sollte. Ja, also ich sag mal so, ich habe dir ja neulich so ein paar Bilder geschickt von den Pros und mit der sehr guten Qualität. Und ja, da siehst du halt, ja, wenn die in Topform sind, auf Pump und perfekt gepiekt, die haben jetzt nicht eine krasse, krasse Muskelmasse, aber die sieht gepiekt dann schon sehr, sehr beeindruckend aus. Die sind sehr rund und prall, aber halt eben nicht so trocken, dass es halt quergestreift ist irgendwo in der Muskulatur. Das will man vermeiden, auf alle Fälle. Und ja, bei den Pros ist natürlich die Muskelmasse nochmal ein bisschen höher, muss man schon sagen, als bei den Amateuren. Ist auch Ja, logisch. Muss deswegen ja irgendwo sind sie eine ja Steigerung sein. Pros. Ja, es muss ja eine Steigerung geben. Es kann ja nicht sein, dass die Amateuren die Pros gleich aussehen. Was denkst du, woran scheitern denn die meisten Leute, um diesen Körper zu erreichen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt jemand alles zur Verfügung hat, ein Fitnessstudio, Ernährungssupplements, finanziell alles in Ordnung? Man kann sich die Sachen leisten, ist auch ein Luxussport, muss man auch dazu immer wieder sagen. Was denkst du, was sind so vielleicht ja häufige Fehler oder Dinge, wieso die Leute daran scheitern, diesen Körper zu erreichen? Also zum einen die Ungeduld, weil die meisten wollen immer jetzt gleich alles sofort. So funktioniert es aber nicht, weil wenn es so wäre, dann würden wir alle eine Bikini-Figur haben. Und es braucht einfach sehr, sehr viel harte Arbeit. Da ist es halt auch wieder so, dass die meisten nicht wissen, was harte Arbeit ist. Ich sage jetzt mal zu weit von den Reps in Reserve. Deswegen, das ist ja auch so eine Sache. Versuchen wir dann immer unseren Kunden dann beizubringen, hey, wie müsst ihr genau trainieren? Auf was ist da zu achten? Wie weit darfst du denn weg sein vom wirklichen Muskelversagen? Bist du wirklich beim Muskelversagen oder bist du es nicht? Also das sind ja die Techniken, die wir uns dann wirklich auch angucken, weil darauf kommt es auch an. Und ich würde aber auch sagen, die Angst vor der Zunahme, weil das ist bei den Frauen, weil wir reden ja hier vom Bikini. Ist bei den Frauen immer, wirklich immer der Fall. Und man muss halt dazu sagen, es gehört einfach ein Überschuss dazu, wenn man Muskeln aufbauen möchte. Und viele gucken sich dann immer die Mädels an auf Instagram und sagen, ja, aber die Person, die ist immer schlank. Ja, aber die Person, die hat halt auch die Muskeln, die sie haben möchte, die ist schon an ihrem Punkt erreicht. Das heißt, diese Person ist dann auf Erhalt und das war's. Aber wenn du diese Muskelmasse halt noch nicht hast, dann wirst du nicht drum herumkommen, eine Aufbauphase zu machen. Und da bringt es halt dann auch nichts, die 2 oder 3 Monate zu machen oder 4, weil jetzt dann der Sommer kommt und man ja unbedingt irgendwie eine Bikini-Figur haben möchte. Weil im Endeffekt, das dreht sich immer im Kreis. Also du wirst jedes Jahr immer am selben Punkt stehen. Ich habe jetzt auch einen Kunden, einen männlichen Kunden. Und ich möchte mit ihm in den Aufbau, oder wir sind eigentlich im Aufbau, und habe ihm auch immer erklärt, hey, wir müssen jetzt die Beine wirklich zum Wachsen bringen, weil der nicht so ganz gemacht hat, was ich gesagt habe. Aber jetzt sind wir auf dem gleichen Nenner, zum Glück. Und der hat mich auch gefragt, ja, Niki, und wie lange machen wir das? Weil bald ist ja dann Sommer und ich möchte da im Shape sein. Da habe ich zu ihm auch gesagt, hey, du kannst nicht erwarten, dass deine Defizitstelle, die Beine, bis Sommer ready sind. Die brauchen länger. Und das sind so die Sachen,
glaube ich, die meisten nicht verstehen, dass man Geduld dafür braucht, dass man eine Off-Season braucht, dass es einfach dazugehört. Und ja, es braucht halt Zeit. Ja, das ist halt dieses, man möchte einen Bikini-Körper haben, aber sieht sich dann an und denkt, oh, ich habe hier zu viel Fett, also mache ich am besten eine Diät. Dann siehst du, okay, mir fehlen die Muskeln und dann hast du nicht den Bikini-Körper. Hättest du die Zeit investieren können, um Muskeln aufzubauen, dann wärst du schneller an dein Ziel gekommen. Eine Diät geht viel schneller als ein Aufbau. Und das ist halt so, ja, ein Fehler, den ich auch immer wieder sehe. Also beim Training, zu lasches Training oder auch manchmal einfach zu viel von allem. Ich habe auch schon Leute gesehen oder Kunden aufgenommen, bei denen nichts mehr ging, weil die halt einfach viel zu viel gemacht haben auch. Also voll übertrieben viel und auch ja, die falschen Muskelgruppen priorisiert haben. Das ist nicht, wenn eine Frau Bikini-Körper will und sie strebt diesen Körperbild an und macht dann 20 Sätze Arme die Woche, das ist dann nicht wirklich zielführend. Diese 20 Sätze, die kosten Zeit und Energie, aber die bringen dich nicht so wirklich an deinen Traumkörper. Stattdessen könntest du diese Energie und diese Zeit investieren in die wichtigeren Muskelgruppen? Kannst sagen, ich mache mehr Gesäß, ich mache mehr Unterkörper allgemein, ich mache vielleicht ein bisschen mehr Rücken, ein bisschen mehr Schultern, weil das bringt diese Form rein vor allem. Und jetzt nicht 20.000 Sätze Arme und Bauch zum Beispiel, ja, was ja auch ganz oft dann gemacht wird, dass man ein Sixpack will oder einen straffen Bauch und dann trainiert man unglaublich viel Bauch und die Zeit hättest du viel besser investieren können. Schöne Glutes aufbauen und dein Bauch wird gut aussehen, wenn du Krafttraining machst, genügend Protein isst und dann runter diätest und wenig Körperfett hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch deine Bauchmuskeln sehen. Also ich kenne wirklich fast niemanden, der Krafttraining seit Jahren macht, Grundübungen macht, freies Training macht und dann nach einer Diät keinen Sixpack, also keine definierten Bauchmuskeln sieht. Ja, ob es ein Sixpack ist oder ein Fourpack oder ein Eightpack, kann man ja jetzt nicht selber beeinflussen. Aber ja, das ist der Punkt. Sehe ich auch so. Also vielleicht auch, ja, was ich oft auch sehe bei der Ernährung, viele essen dann doch zu wenig Eiweiß. Das ist auch Ja. so. Viele Kohlenhydrate und Fette, schmeckt alles lecker und oder man isst einen Salat und denkt, das ist jetzt fitnesstauglich. Ich esse doch einen Salat, das ist doch gut. Ich esse Gemüse, ja, aber wo ist das Eiweiß? Und dann guckst du, essen die Leute 60 Gramm Eiweiß und machen keine Fortschritte. Ja, logisch. Also das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man so Basics auf jeden Fall einhält. Fällt dir noch was ein? So. Nein, aber ich glaube, vielleicht ist es auch wichtig, sich einfach mal zu fragen, hey, was ist denn mein Ziel? Wo möchte ich hin? Und wie komme ich dahin? Schaffe ich es alleine? Weiß ich, wie es läuft? Und wenn nein, will ich dann weiterhin rumdümpeln und versuchen oder, keine Ahnung, immer die gleichen Fehler machen oder suche ich mir professionelle Hilfe und schau, dass es vorangeht. Ja, Und verliere keine Zeit, das ist weil die echt Jahre so, ja. vergehen. Und wenn du nach 5 Jahren immer noch gleich aussiehst wie immer und du hast das ausprobiert und dies ausprobiert und jenes und du stehst immer noch da, wo du vor 5 Jahren warst oder vor ein paar Jahren, dann würde ich sagen, macht es nicht wirklich viel Sinn, so weiterhin das Ganze zu machen. Ja. Und um ehrlich zu sein, ich war ja auch so, also ich habe früher schon also ich bin ins Bodybuilding reingestiegen. Ich hatte zum Glück eine super tolle Stütze, die mich da reingebracht hat. Ein Kumpel von mir und der mir sozusagen gleich das Bodybuilding beigebracht hat. Aber wenn es oder als es dann darum ging, auf die Bühne zu gehen, dann war ich auch so, okay, er hatte keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung und dann habe ich mir einen Coach gesucht. Also Ja. Du hast es spezifisch für das, was du erreichen genau. wolltest, deine Ziele, den Coach, das heißt Muskeln aufbauen. Okay, ich habe hier jemanden, der sich da wirklich auskennt, der mir zeigt, wie man die Übungen macht, welche Intensität. Ja, und danach ging es auf die Bühne. Okay, jetzt brauche ich jemanden, der mich für die Bühne vorbereitet, spezifisch. Und das ist echt, das ist ein Fehler, sehe ich auch die ganze Zeit, dass die Leute dann halt vielleicht auch auf Instagram gehen und dann schauen sie sich irgendwelche fancy Übungen an, wie jemand auf dem Stairmaster läuft und dann Hüftschwung nach hinten, also das Bein nach hinten in der Luft streckt und das ist dann eine Glutübung, das macht gar nichts, also es baut gar Ja. nichts auf und oder jemand macht irgendwie mit Babygewichten Training,
strengt sich dabei fast gar nicht an, sieht aber gut aus. Und dann Laie könnte jetzt das angucken und sagen: Oh, guck mal, die Person sieht so gut aus. Das ist genau der Körper, den ich möchte. Was du auch vorher so ein bisschen gesagt hast, ne? Also manche haben ja schon den Körper erreicht und erhalten den dann nur noch. Aber dann die Frage ist halt, ob die Person wirklich diese Übung auch wirklich macht oder es nur für Instagram gemacht wurde. Genau. Und da entsteht ganz viel Verwirrung. Und das sehe ich auch bei den Männern, aber nicht nur bei den Frauen. Und dann dümpeln die Leute halt wirklich vor sich hin und kommen gar nicht weiter. Ja. Stattdessen würde ich mir jemanden holen, wo ich sehe, okay, der Coach hat viele Transformationen und hat jahrelang konstant gute Ergebnisse gebracht. Und du siehst, aha, die Person weiß, was sie tut. Ja, die hat die und die Person zu dem Körper geführt, was ich auch gerne haben möchte. Okay, da kann man sich eher sicher sein, dass die Person wirklich Bescheid weiß. Und nicht jetzt irgendwelchen Influencern folgen, die gut aussehen und die im Endeffekt aber gar nicht Coaches sind, die einfach nur den Körper haben. Ja. Ob es dann Glück war im Sinne von eine gute Genetik, ob sie dann tatsächlich das tun, was sie dann posten, das ist halt das Problem. Ja, genau. Ja, vom Training her, von der Trainingsperspektive, wenn man es jetzt so ein bisschen vergleicht, zum Beispiel mit einem Männertraining, wie würdest du zum Beispiel da ansetzen, um so einen Bikini-Körper aufzubauen? Was würdest du eher priorisieren? Also ich meine, Bikini-Dame braucht jetzt nicht voll die super große Brust. Auch nicht voll den fetten Latt und voll die Bizeps-Trizeps-Arme. Also das fällt schon mal weg. Ich meine, so die Shapes sind halt, ja, okay, ich meine, es kommt drauf an, MPC braucht jetzt nicht so viel Latt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel DBFV anschaust, also dieses IFBB, klar, du machst deine Haare nach vorne, das heißt, du streckst dein Latt raus, dann brauchst du ihn. Schultern sind wichtig, Po, Beine, ja, bisschen Ja. Waden, genau. Ja, so sehe ich Und es auch, ja. so wie du halt auch gesagt hast, also kein wirkliches Sixpack, ein Ansatz, sonst wird es abgewertet. Genau, also zu dicke Bauchmuskeln, also wenn man zu viel Bauchtraining macht über Jahre und vielleicht auch über Jahre, das ist halt so eine Sache, die Diskussion habe ich auch mit anderen Leuten, sollten denn Bikini Athletinnen, sollten die denn schwere Grundübungen machen? Meine aktuelle Meinung ist die, am Anfang der Trainingskarriere kann man das machen. Also wenn ich jetzt am Anfang bin und ich mache 60 Kilo Kreuzheben, da wird meine Taille jetzt nicht irgendwie zunehmen, großartig. Ja? Wenn ich aber jetzt 5 Jahre lang es mache und ich werde richtig, richtig stark und ich mache plötzlich jetzt 140, 150, 160 Kilo Kreuzheben, was krass wäre, ja, oder ich mache Kniebeugen mit über 100 Kilo. Und das immer wieder, Woche für Woche, vielleicht sogar zweimal die Woche, dann kann ich mir vorstellen, dass auf die Jahre gesehen die Taille dann schon zunimmt. Weil einfach dieser intraabdominelle Druck, der entsteht, auch die inneren Bauchmuskeln zum Wachsen bringt und auch die seitlichen Bauchmuskeln zum Wachsen bringt, dann wird die Taille halt dicker. Und das siehst du halt bei Crossfittern oder bei Powerliftern, die schon fortgeschritten sind. Also die wenigsten von denen haben eine schlanke Taille, wie sie hätten, wenn sie das nicht machen würden. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, was das anbelangt. Aber generell, wenn jemand beginnt, würde ich mir da nicht so mega die Sorgen machen. Ich würde eher gucken, dass man die ganzen Bewegungsmuster abdeckt, die eben die Muskelgruppen aktiviert. Ja, also eine Beugemuster im Unterkörper, eine Kniebeuge, eine Beinpresse, einen Ausfallschritt. Da gibt es ja verschiedene Kniebeugenvarianten. Wir lieben ja unsere Hexquad-Maschine. Ja, ich liebe sie echt. Ja, das ist das Beste, wirklich. Also ich bin so froh, dass wir bei uns im Gym die Cybex Hexquad haben. Was habt ihr eigentlich für eine? Weißt du, das Modell oder Hersteller? Nutrition. Oh, nein, warte, warte, warte. Mir fällt es nicht ein. Hammer Strength oder Ja, genau. Hammer Strength, ja. Ich habe es Ich im Video dachte auch gesehen. Ich dachte, Cytec das ist, glaube ich, Nutrition. ein. Die habe ich noch nie Ja, probiert. Die müssen wir echt der. mal testen. Also, wer von euch in der Schweiz wohnt? Schaut mal in Rothenburg vorbei im AP Athletics. Das ist so ein geiles Fitnessstudio. Ich schwöre, ich liebe es über alles. Und es klingt vielleicht komisch, aber es ist wirklich einer der wenigsten Gründe, wieso ich eigentlich auch in der Schweiz bin, weil die Gyms in der Schweiz sind echt so richtig geil. Ja, und wir haben halt eben auch eine Hexquad. Ja, geil. Das ist halt, Ja. ich finde halt bei der Hexquad geil, dass du, ja, das ist eine geführte Bewegung, du kannst dich voll auf den Muskel konzentrieren, die Belastung im Rücken ist geringer,
Also ich konnte früher keine Kniebeugen mehr machen, weil ich, also mit der Langhantel, weil ich dann irgendwann Rückenprobleme hatte, obwohl die Technik gepasst hat. Also manchmal ist halt die Technik gut und du hast trotzdem Schmerzen. Es ist halt, jeder Körper ist anders belastungsfähig. Und bei mir war es halt eben, da war mein Limit. Und seit ich jetzt Hex-Squats und so weiter eingebaut habe, kann ich auch wieder Gains machen. Und ja, es ist halt so, um aufs Thema zu kommen, Übungsauswahl. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass die Taille schmal bleibt. Also nicht zu viele Grundübungen machen. Nicht als Basis sagen, ich muss jetzt so stark wie möglich im Kreuzheben werden. Das wird jetzt nicht den Bikini-Körper machen, weil auch dein Rückenstrecker ja dann wächst. Wenn dein Rückenstrecker wächst, dann wird er auch deine Taille breiter und es ist nicht wirklich zielführend. Dann lieber ein bisschen isolierter arbeiten, aber trotzdem nicht die harte Arbeit vermeiden. Das meine ich jetzt damit nicht. Also ein Hack-Squat, eine Beinpresse, Ausfallschritte, verschiedene Varianten, also Lunges, Reverse, Ausfallschritte, Bulgarian Split Squats, Belt Squats, Hip-Thrust. Pendulum Squats, Hip Thrust, das sind alles geile Übungen. Muss man sich immer individuell anschauen. Können wir jetzt hier im Podcast jetzt nicht für jeden Einzelnen hier sprechen. Das sind jetzt nur prinzipiell so ein paar gute Übungen, aber da muss man sich immer von Person zu Person abwägen, welche Übungen sind jetzt geeignet. Ja. Nicht jeder kann zum Beispiel jetzt Ausfallschritte so machen, wie er sie machen sollte. Und ja, und ansonsten, was ich immer sehr viel Wert drauf lege bei vielen, ist halt schon, dass der Rücken, die Schultern gut drangenommen werden. Weil es einfach, wenn du oben herum breiter wirst, dann sieht deine Taille einfach schlanker aus. Ja. Und du brauchst halt ein gewisses Maß an Lat, auch nicht zu viel natürlich, klar, aber das wird mal in den seltensten Fällen passieren, dass jemand jetzt so einen fleischigen Lat hat, dass das dann aus der Klasse rausfällt. Hab ich auch nie gesehen. Da Auch kann man auch mit nicht. dem Posing so ein bisschen spielen. Wenn jetzt jemand, ich kenne Athleten, die haben schon einen sehr, sehr starken Lat und die haben dann beim Posing strecken sie halt nicht komplett den Lat raus. Die lassen so 70% zeigen die nur. Da kann man sich immer noch ein bisschen spielen. Und Schulter finde ich auch halt ultra wichtig, gerade die seitliche Schulter. Die siehst du in jeder Pose, egal in welchem Ja. Verband. Also von vorne, von seitlich, hinten siehst du immer die seitliche Schulter. Ja. Genau, und ansonsten vom Training her, was sagst du zum Bauchmuskeltraining eigentlich? Wie bewertest du das? Sagst du, es ist gut, Gas zu geben oder welche Übungen würdest du machen? Naja, so ein bisschen Bauchtraining kann man schon machen. Es kommt halt darauf an, ich meine, wenn du jetzt eher genetisch so veranlagt bist, dass du sehr schnell an dem Bauch am Bauch eben an Muskulatur zulegst, dann würde ich eher sagen, lass es komplett raus, weil bei allen Übungen, also bei fast allen Übungen, Squats, Kreuzheben beispielsweise, du hast ja immer eine Grundspannung vom ganzen Körper mit dabei, wo du eigentlich auch den Bauch dann anspannst. Hex-Squats genauso. Ja, eben, wenn man es richtig macht, wenn man einatmet in den Ja, Bauch und genau. wenn man natürlich jetzt die Bauchatmung nicht beherrscht und die Spannung, dann ja, kann man sich auch eher verletzen und hat weniger Kraft. Ja, beim Bauchmuskeltraining, also ich baue es bei manchen Leuten gar nicht direkt ein. Meistens werde ich dann gefragt, so, hey, kann ich Bauch trainieren? Sag ich, ja, mach ein bisschen was, aber übertreib es nicht. Also investiere nicht zu viel Zeit rein. Ja. Also man kann eigentlich auch Crunches machen oder so oder Planks. Man muss da jetzt nicht unbedingt irgendwie an eine Maschine und dann voll viel Gewicht irgendwie Ja. draufhauen, weil der Fokus liegt nicht auf dem Bauch. Das hört sich jetzt so bescheuert an, ja? Wenn wir sagen, der Fokus liegt nicht auf dem Bauch und wir wollen den perfekten Bikini-Körper erreichen. Jetzt die meisten denken dann immer Bauch, Beine, Po. Ja. Aber eben genau der Bauch ist halt, wenn du richtig trainierst und dich richtig ernährst, dann ist es eine Sache, die automatisch passieren wird. Du wirst dann eine feste, schlanke Taille haben. Wenn du jetzt natürlich fette Bauchmuskeln willst, die so Zentimeter herausstechen, okay, dann trainier den Bauch. Aber das geht dann schon ein bisschen weg von diesem klassischen Bikini-Körper. Das ist dann schon ein bisschen mehr Hardcore. Wenn man so richtig, ja, richtig, die Bauchmuskeln springen so richtig entgegen. Das ist nicht der Look, den du haben willst eigentlich. Ich habe sogar eine Athletin, die hat komplett ihr ganzes Bauchtraining auf Eis gelegt, weil sie abgewertet wurde bei ihrer letzten Show. Also sie hatte zu viel Bauchmuskeln und wurde abgewertet Krass. deswegen. Ja. Das Ich habe ich glaube, auch schon die. erlebt. Ja, ich glaube, man muss sich immer auch fragen, so geht es darum, mehr Bauchmuskeln zu haben, weil ich da von der Genetik eher nicht so gut dabei bin? Oder sehe ich meine Bauchmuskeln nicht, weil ich noch zu viel Fett habe? Ja, so eben. Also, das ist meistens das Problem. Man muss halt, Ja.
Weil es kann ja sein, dass du, das ist ja bei Frauen auch oft der Fall, dass die Arme, der Rücken, die Schultern, die Brust, alles frei ist und du da am Ende aber noch Körperfett am Bauch hast. Ja, und vielleicht sind deine Beine frei und der Bauch ist noch nicht frei. Ja, da musst du weiter diäten. Oder was oft eher umgekehrt ist, der Bauch ist frei und die Beine sind noch nicht komplett frei. Und dann musst du halt weiter diäten, bis du halt alles frei bekommst. Und dann siehst du ja, was wirklich drunter steckt, ob das passt. Wenn es nicht passt, die Lösung ist dann beim nächsten Mal Muskeln aufbauen in der Offseason, dann wieder runter diäten. Was sagst du zur Häufigkeit von Training? Weil das habe ich auch öfters gehört, gefragt bekommen. Ja, wie oft muss ich ins Training gehen? Und wenn ich jetzt diesen Körper will, dann muss ich doch jeden Tag ins Training gehen. Wie siehst du das so mit der Trainingshäufigkeit? Kommt darauf an. Wie immer. Ja, es kommt echt darauf an. Also Also was ich sagst du meine, so im Schnitt, wenn du jetzt die meisten deiner Athleten anguckst und auch im Allgemeinen die Leute, die du kennst, die so einen Körper haben, was trainieren denn die meisten, die schon fortgeschritten sind vielleicht? 4 bis 5 Mal. Man kann natürlich auch 6 Mal machen, aber da muss halt, man muss immer gucken, kommt die Recovery hinterher. So, also ich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, den ich gar nicht kenne, ja, der mich da auf die Bühne geht, dann würde ich vielleicht am Anfang, also ich würde erstmal fragen, hey, wie trainierst du denn? Wie oft hast du trainiert? Wie intensiv hast du trainiert? Und darauf aufbauend dann Plan erstellen. Und ich meine, man kann vielleicht low anfangen mit jetzt nicht so einem krassen Volumen, vielleicht 4-mal die Woche, dann das Volumen erhöhen. Wenn die Person immer noch gut Gains macht, Recovery passt, kann man vielleicht beim nächsten Mal so höher gehen, vielleicht auch 5 Tage und dann immer gucken. Deswegen macht man ja diese 2 oder wöchentliche Check-ins, so, um eben mehr zu erfahren, ob das Ganze noch passt, die Recovery. Es geht nicht darum, den Athleten oder den Kunden zu quälen, hey, du musst immer deine Tabellen ausfüllen. Es geht darum, mehr Daten zu sammeln, damit wir euch mehr helfen können. Weil ich bin echt mittlerweile kein Fan von diesen Trainingsplänen, die man dann einmal gibt. Mach den Plan 2 Monate und dann sehen wir weiter. Ja, in den 2 Monaten, wenn du wirklich gut drauf bist, wenn du Glück hast und der Plan passt für dich, dann wirst du Gains machen. Wenn du aber Pech hast, dann stagnierst du und dann sind 2 Monate für die Katze. Du entwickelst dich nicht und denkst dir dann am Ende vielleicht, oh Mann, war das jetzt wirklich der richtige Weg oder hätte ich vielleicht noch ein bisschen was rausholen können? So. Genau. Es ist halt echt schade, wenn man das Ganze vergeudet. Und wir haben ja auch schon im Podcast öfter erwähnt, jeder Tag zählt und das eigentlich mehr in der Off-Season, weil du da eben ja deine Muskeln aufbaust, als in der Prep, wo es darum geht, auf Erhalt zu gehen und so viel Muskeln eben wie möglich erhalten zu lassen. Ja, also wie so oft, es hängt davon ab, man kann es nicht pauschal beantworten, aber so generell würde ich auch sagen, dass ein fortgeschrittener Athlet ja eher zwischen 4 und 6 Mal trainiert. Wobei 6 Mal ist auch jetzt, muss man sich genauer angucken, ob das wirklich dann, ob man dann wirklich hart trainiert. Weil wenn jemand wirklich fortgeschritten ist und hart trainiert und du hast nur einen einzigen Rest-Day in der Woche, gut, dann bist du entweder ein Regenerationswunder oder du hast auch irgendwie einen super, super gechillten Alltag und gar keinen Stress, bist vielleicht sogar Profi. Da kann ich mir vorstellen, dass man es das irgendwie packt. Aber wenn jetzt jemand fortgeschritten ist und sehr hart trainiert, dann brauchst du auch Pause. Das ist also auch so ein Fehler. Den meisten fällt es leicht, immer Gas zu geben. Also die meisten von uns, die so ehrgeizig sind, es lieben. Mir ist auch so, bei dir ist es so, bei vielen anderen, die so ehrgeizig sind, die würden am liebsten immer Gas geben. Das ganze Jahr, jedes Training, jeder Satz, immer volle Pulle. Das ist aber meiner Meinung nach nicht Disziplin. Disziplin ist es, dann zu sagen, hey, ich mache einen Rest Day. Das ist Ja. hart. Das, was du liebst, zu sagen, nee, ich bleibe heute daheim. Oder zu sagen, ey, ich mache jetzt einen Deload, obwohl du eigentlich Bock hast aufs Training. Das ist, finde ich, auch, woran viele dann scheitern, weil sie dann zu viel wollen auf einmal. Das kommt jetzt über das Thema Geduld auch wieder ins Spiel. Das dann übertreiben. Und das ist das andere Extrem, dass die Leute dann zu viel machen und dann keine Fortschritte machen. Oder denken, oh, es läuft doch gerade so gut. Und auf einmal kommt dann, bam, du verletzt dich. Bam, du bist krank. Irgendwie, du bist ausgebrannt, es läuft nicht mehr voran. Ich hatte heute ja mit meinem Coach den Zoom-Call, wir haben dann Check-in live gemacht und da hat auch gesagt, ja, wir machen jetzt Woche 4, der letzte Trainingswoche vom Block, hat er mich halt gefragt, wie ich mich fühle. Und ich sage, du, ganz ehrlich, also systemisch gesehen, ich bin voll am Sack, ich bin voll ermüdet.
Ich weiß aber, dass es normal ist, weil wir jetzt in der letzten Woche sind und ich kenne jetzt mittlerweile meinen Körper. Ich weiß, okay, das ist jetzt in dem Zustand in Ordnung. Alright, da hat er gesagt, okay, dann, wir erhöhen ganz bisschen das Trainingsvolumen und danach hast du sowieso einen Deload und dann passt es so. Aber wäre das jetzt in Woche 1 gewesen und Trainingsblock und du redest mit deinen Kunden und er sagt, ich bin am Arsch. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall sofort was anpassen. Wenn du jetzt 2 Monate wartest, bis du deinen Coach wieder siehst, was ist in den 2 Monaten passiert? Hast du vielleicht gar keine Fortschritte gemacht oder sehr, sehr Ja. wenig. Sehr, ja, suboptimal. Ja, und das ist halt so eine Sache, wo, ja, ich bin auch kein Fan davon, das feste Pläne zu kaufen oder so und dann machst du irgendwas und du weißt gar nicht, ob es für dich dann passt. Genau. Ja, also Trainingshäufigkeit hängt davon ab, wie immer. Regeneration ist wichtig. Macht man Progress? Regeneriert man ausreichend? Ja, du wirst müde sein, wenn du hart trainierst, aber machst du Progress? Das ist der springende Punkt. Ein Anfänger braucht natürlich nicht so viel. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal, ich nehme eine schlanke Dame, Anfang 20, hat noch nie in ihr Leben eine Diät gemacht, sie war immer schlank und sie fängt mit Krafttraining an. Ey, ich würde dir sagen, hey, trainiere 3-mal die Woche, gib Gas, wird stärker, ess genügend, schlaf genug. Die wird auch wahrscheinlich keinen Deload brauchen oder sowas. Oder eine komplizierte Periodisierung wird sie auch nicht brauchen. Sie muss einfach gucken, dass sie stärker wird, genügend isst. Und dann wird sie mit 3-mal die Woche Training das erste Jahr brutale Gains machen. Brutal. Wahrscheinlich die besten Gains ihres Lebens. Und danach, wenn es dann nicht mehr vorangeht, dann muss sie sagen, okay, was machen wir jetzt? Wahrscheinlich brauchst du mehr Reize. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich von 3 auf 4-mal die Woche hochgehen. Weil irgendwo bist du dann auch an deinem Limit. Du kannst dann nicht die 3 Trainingseinheiten immer größer machen und sagen, jetzt ergänze ich Übungen und dann wird es von 90 Minuten Training, wird es dann irgendwann 2 Stunden Training und 2,5 Stunden Training. Irgendwann geht dann halt die Qualität verloren. Genau, also das ist halt so der grobe Unterschied von der Trainingshäufigkeit von Anfängern und jetzt Fortgeschrittenen. Genau, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt ein Profi irgendwie 6-mal die Woche trainiert und Anfänger 3-mal und das ist so die Regel, weil es gibt auch Leute, die sich so abschießen oder auch so. Sag ich mal, die Regeneration brauchen, Fortschritte zu machen, die fortgeschritten sind, aber vielleicht nur 4-mal die Woche trainieren. Und das ist dann für die der Sweet Spot. Durch Trial and Error haben die rausgefunden, okay, wenn ich jetzt 4-mal die Woche trainiere, mache ich guten Progress, weil 5-mal ist der Progress weniger. Also mehr ist nicht immer zwangsweise besser. Und wie oft man auch die Woche trainiert, ich meine, wir beide, wenn wir programmen, wir haben ja auch nicht die Athleten und sagen, hey, du trainierst das ganze Jahr immer 4-mal die Woche. Es gibt Phasen, da ist entspannt und du weißt, dein Kunde, der kann jetzt gerade einfach mehr machen, dann kriegt er vielleicht mehr Training. Und dann gibt es Phasen, wo vielleicht irgendwie voll viel Stress ansteht, Umzug oder ja, Prüfungsphasen, was auch immer. Und dann reduzierst du das Training. Du passt es also immer wieder an deine Regeneration an. Ja. Genau. Wie hart sollte eigentlich eine Bikini-Athletin trainieren? Oder eine, die ein Mensch, der jetzt nicht auf die Bühne will, aber Bikini-Körper erreichen möchte? Gibt es dann einen Unterschied zu dem Bodybuilder? Nein, gibt es nicht. Du musst trotzdem hart trainieren, wenn du deine Ziele erreichen möchtest. Ich meine, das Prinzip, wie man Muskeln aufbaut, funktioniert ja nicht anders bei einem fetten Bodybuilder wie bei einer Bikini-Dame, oder? Das ist ja genau dasselbe. Und die Schwachstelle ist ja bei den meisten, die denken, ah ja, Bikini braucht nicht so viel Muskeln, deswegen muss ich da nicht so viel machen. Aber ich meine, wenn du dich halt nicht nahe Muskelversagen befindest, dann wird da nichts wachsen. Ja. Also es gibt unzählige Studien, die das ja auch bewiesen haben. Bis 5 Maximal-Reps in Reserve circa, dass man da eigentlich so die besten Gains macht. Genau, also das Training muss hart sein, sehe ich genauso. Führt keinen Weg vorbei. Man muss hart trainieren. Man muss aber auch smart trainieren, haben wir jetzt öfters auch schon gesagt. Aber man kann nicht einen Bogen und das hart. Man kann smart trainieren, aber man kann keinen Bogen um das harte Training machen. Also. Du kannst aber hart trainieren und nicht so smart, machst trotzdem Fortschritte, aber halt nicht optimal. Du kannst smart trainieren und denkst, naja, ich priorisiere das so und so, mach die Reps in Reserve und am Ende bescheißt dich selber und trainierst gar nicht hart genug und machst keine Reize gesetzt. Hast aber voll das geile Trainingsprogramm mit voll den geilen Übungen und dann machst du das und jenes und die Technik und du trainierst nie hart, dann machst du keine Fortschritte. Dann lieber ein simples Programm und hart trainieren. Wenn jetzt jemand keinen Coach hat, der einen führt, dann würde ich sagen, hey, dann lieber so den Ansatz wählen. Was sagst du zum Thema Cardio? Weil ich sehe ganz oft,
viele Frauen auch, die sagen jetzt gerade jetzt Neujahr, boah, ich möchte jetzt den Körper aufbauen für ein Bikini und so. Und dann siehst du die halt eine Stunde, 2 Stunden auf dem Cardio-Gerät. Oder was ich auch ganz oft sehe, Dame kommt rein, habe ich jetzt schon neulich wieder gehabt, kommt rein, macht ihr Krafttraining kurz, zack, 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 halbe Stunde, ja, kurze Pausen, kurz durchpumpen. Und dann sage ich, was machst du eigentlich nachher? Und sie, ja, nachher mache ich noch eine Stunde hier den Spinning-Kurs und danach mache ich noch eine Stunde Body-Pump, also so Kraftausdauerkurse oder Spinning ist halt ein Ausdauerkurs. Ja, ich möchte halt hier mich fit machen für den Sommer, so, ne, so Bikini-Körper aufbauen. Das sehe ich halt ganz oft als Fehler, dass dann Cardio missbraucht wird, aber es ist eigentlich ein Tool, was man einsetzen sollte, um näher an sein Ziel zu kommen, aber halt gezielt einsetzen sollte, nicht missbrauchen sollte und stundenlang Cardio macht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schweiz ist, ob du es dann öfters siehst, weil jetzt im Januar sind ja viele wahrscheinlich auch neue Gesichter da. Siehst du da viele Damen irgendwie auf dem Cardio-Gerät oder mehr am Boah, Krafttraining? eigentlich schon, aber ich bin in so einem Fitnessstudio, da sind die meisten eigentlich eher so Bodybuilder-like. Die wissen dann schon, die machen es richtig, also was das angeht. Erstmal Geil. schön reinballern, Krafttraining-mäßig, und dann wird halt Cardio gemacht. Und so sollte es auch sein. Weil, also wenn man muss dazu sagen, wenn du zuerst Cardio machst vor dem Krafttraining, also heute kann ich irgendwie nicht sprechen. Das ist Nächstes Mal Beintraining. machen wir den Podcast, wenn du nicht Beine geballert hast. Ja, voll. Aber auf jeden Fall, du bist halt dann mega ermüdet. Ja. Und du wirst halt nicht so voll die Fortschritte dann im Training machen. Also, das ist mega kontraproduktiv. Deswegen machst, also, wenn du Cardio machen möchtest, dann zusätzlich eben, also ich sag mal so, wenn du in der Off-Season bist, dann auf gar keinen Fall zu viel Cardio machen. Du kannst ein bisschen Cardio machen für dein Herz-Kreislauf-System, aber nicht übertreiben. Und wenn du dann natürlich jetzt in die Diät gehst, wenn du auch genügend Muskeln hast und dann in die Diät gehst, dann geht es eben darum, okay, du kannst Cardio machen. Am besten ist einfach ein Kaloriendefizit zu fahren und zeitgleich auch irgendwie Cardio zu machen, dass es sich irgendwie einpendelt. Also am besten nicht zu viel Cardio und zu wenig essen, aber auch nicht andersrum. Also da muss man halt immer so die Basis finden oder den Mittelweg. Und wichtig ist auf jeden Fall eben das Cardio nach dem Krafttraining zu machen, damit man genügend Energie hat für das Training. Am besten ist es sogar, Cardio und Training komplett zu splitten. Also morgens Cardio beispielsweise auf nüchternem Magen und abends oder ja, spät nachmittags. Nach dem Feierabend halt dann ins Training zu gehen. Ja, das ist halt, wie du sagst, wenn es gerade dann auch noch fälschlicherweise vor dem Krafttraining zu sehr ausgeführt wird, ich mache jetzt 30 Minuten oder so Ausdauertraining, dann kann ich kein gutes Krafttraining, dann wird mein Krafttraining darunter leiden. Umgekehrt, wenn ich nach dem Krafttraining ein bisschen Cardio mache, optimal ist es auch nicht, bezüglich jetzt Muskelaufbau, aber wenn Kaloriendefizit und jetzt in der Diätphase bin, da geht es um die Muskeln zu halten, da kann ich das schon einbauen. Wird es meine Regeneration jetzt nicht stark beeinflussen? Und das würde ich auch, also ich empfehle auch den Leuten dann entweder nach dem Krafttraining oder wie du gesagt hast, morgens Ausdauertraining, abends dann das Krafttraining machen, kann halt nicht jeder machen. So viel Zeit braucht man halt auch. Irgendwo muss man sich auch freischaufeln. Aber ja, ich sag mal so als grober Richtwert: Cardio sollte nicht, also ich spreche jetzt nicht von Wettkampfathleten, weil da sind. Das sind mehr Extreme. Ich sag mal, für die meisten Leute, die so einen schönen Beachbody haben möchten, würde ich nicht mehr als die Hälfte Cardio-Stunden machen als so ein Krafttraining. Also wenn ich jetzt 6 Stunden Krafttraining mache pro Woche, würde ich sagen, mein Cardio nicht über 3 Stunden. Alles, was drüber ist, da muss man sich überlegen, ob es nicht dann klüger wäre, die Alltagsbewegung zu steigern oder die Ernährung anzupassen. Sonst verbrennst du deine Muskeln irgendwann weg. Das ist halt, Cardio ist halt in gewissen Maßen Katabol. Wir aktivieren halt einen anderen Energiesensor, AMPK, und das setzt Energie frei. Das ist also genau das Gegenteil, was eigentlich Muskelaufbau machen sollte. Muskelaufbau aktiviert mTOR und dieses AMPK und das mTOR, die sind eigentlich Antagonisten. Das AMPK reduziert das mTOR. Da müssen wir mal den Scott Stevenson wieder einladen und fragen im Detail, aber so läuft es ab, weil du dann im Endeffekt den Effekt vom Muskelaufbau halt verringerst. Wenn du das jetzt in der Offseason machst, wirst du richtig dumm, wenn du zu viel Cardio machst.
Danach kannst du in der Diät nämlich gar nicht mehr ansetzen. Du kannst gar nicht mehr sagen, hey, ich mache jetzt mehr Cardio, weil du machst schon in der Offseason zu viel. Also ich mache auch zum Beispiel, ich sage auch in der Offseason, mach das, was du brauchst, um einfach dich allgemein fit zu halten. Das ist meistens nicht viel. Das meiste holt dir die Alltagsbewegung. Oder mach einen Widowmaker. Das ist auch Cardio. Ja, also wenn ich, oder wenn ich, ja, wenn ich jetzt auch zum Beispiel irgendwie, ich hab gestern, warte, war das? Vorgestern. Gestern war ich richtig am Ende, Niki. Ich habe mich so gefühlt wie du heute. Ich war komplett im Eimer. Geil, oder? Ja, ich war froh, dass ich gestern nur Check-ins machen musste und ein bisschen spazieren war. Das war alles, was ich gemacht habe. Ich habe nicht mal Cardio gestern gemacht. Ich hatte nämlich am Tag davor ein sehr hartes Beintraining, sehr, sehr hartes Beintraining. Und ich hatte dann Ausfallschritte, 35 Wiederholungen am Stück pro Bein, also 70 Wiederholungen. Mit Pausen halt im Stehen. Aber halt nicht komplette Pausen. Junge, ich war so am Ende, ich hatte, mein Puls war so hoch. Ich weiß, ich hatte keinen Pulsmesser, ich hatte so hohen Puls. Also macht mal lieber sowas ab und zu mal. Ja, oder regelmäßig von mir aus, oder dann werdet ihr auch besser darin. Das ist auch schon Cardio. Da braucht man danach kein extra Cardio mehr machen. Ja, also das wird halt oft missbraucht. Ja, wenn du auch diese Zeitschriften liest, so diese. Ja, Modezeitschriften oder so, dann siehst du, was die Leute dann so machen. Wobei jetzt natürlich ein Körper von einem Model auf dem Laufsteg ist ein anderer Körper, wie das, worüber wir sprechen. Aber die machen halt voll viel Cardio, essen wenig und dann verbrennst du deine ganzen Muskeln. Bist du schlank? Ja, du bist schlank. Und wenn du so das angehst, bist du schlank. Aber du hast keine weiblichen Kurven mehr. Du bist einfach nur gerade im Brett. Ja, deswegen Cardio ja, intelligent einsetzen und welche Intensität man dann wählt und so weiter, das ist dann auch wieder abhängig. Also man kann High Intensity machen, bin jetzt nicht so ein Riesenfan davon, kann man machen. Ich sage aber immer so, wenn du Krafttraining machst, das ist schon High Intensity, dann musst du nicht noch beim Ausdauertraining dich auch nochmal abschießen, weil es das ermüdet einfach mega stark. Dann würde ich lieber leichte bis mittlere Intensität fahren vom Cardio. Ja, nicht zu intensiv. Am besten auch leicht anfangen. Jetzt nicht irgendwie gleich auf den Stairmaster, sondern vielleicht erstmal auf dem Spinningbike und sich dann hochtapern, wenn es nicht läuft. Genau. Oder wenn jetzt jemand Übergewicht hat und sagt, er möchte sich erstmal in Shape bringen, abnehmen, mach es halt auf dem Laufband und stell ein Laufband auf ein paar Prozent Steigung ein und geh schnell. Das Ja, verbrennt auch voll. Energie. Das macht dich aber nicht so müde. Und du kannst am nächsten Tag noch ein schönes Beintraining machen, weil du nicht deine Glykogenspeicher entleert hast. Da Was helfen ja hältst du? Steps auch Ja. allgemein, mehr Schritte. Einfach mehr sich bewegen, macht voll viel Ja. aus. Was hältst du eigentlich von, jetzt ein anderes Thema, vom Thema Waist Trainer? Ich hatte jetzt neulich mit einer Athletin gesprochen. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und ich weiß halt, dass manche richtig drauf schwören, auch manche Coaches drauf schwören, manche Athleten, auch Pros. Und manche sagen, nee, das ist Bullshit und das braucht man nicht. Und ja, es gibt keine Evidenz. Was sagst du dazu zum Thema Waist Trainer, um die Taille schmaler zu machen? Also, ich habe mich darüber auch mal sehr, sehr stark damit beschäftigt. Es gibt echt keine Evidenz. Sollte mal eine Studie darüber geben. Ich kenne nur eine Studie, das wurde aber jetzt nicht an Bodybuildern gemacht. Ich glaube, das wurde an, ich bin nicht sicher, ob das Footballer waren oder sowas, also an Frauen. Und scheinbar gab es da einen Unterschied. Also ich muss mal die Studie echt raussuchen, aber da gab es einen Unterschied. Echt? Ja, die das wirklich regelmäßig angewendet haben, hatten eine schmalere Taille. Der springende Punkt ist halt, also meine Meinung aktuell, weil Evidenz gibt es echt wenig dazu. Wir sehen aber Beobachtungen und das ist halt auch Evidenz irgendwo. Ich denke, ein Waist Trainer kann hilfreich sein, um einfach vom Bewusstsein her auf die Atmung zu achten und dementsprechend nicht den Bauch raushängen zu lassen. Weil du siehst, ich merke es bei mir selber, wenn ich jetzt was Enges anhabe, ja, so wie heute hatte ich zum Beispiel mein T-Shirt an, Größe M, was mir jetzt eigentlich viel zu eng geworden ist, und ich merke dann so, oh, mein kleiner Ranzen kommt da so ein bisschen dagegen. Ja. Heute Morgen ist mir wieder aufgefallen, so, ich gucke runter, so, okay, mein Training, okay, das sieht nicht gut aus. So, und was macht man automatisch? Du ziehst deinen Bauch ein bisschen ein.
Das macht man ganz automatisch. Und das wiederum macht der Waist Trainer mit dir. Ob das so ein bisschen mehr oder weniger Bauch hast, ist jetzt egal. Du hast Der es, Quetschstein. der quetscht ein bisschen und du ziehst ein bisschen ein. Das heißt, du hast immer so ein leichtes Vakuum, ähnlich wie ein Vakuum. Du trainierst die innere Bauchmuskeln und du trainierst deine Haltung. Das ist, ich glaube, das ist eher so der Punkt. Du trainierst deine Haltung, du achtest auf deine Atmung, du bist mehr in Kontrolle über dein Bauch, was ja auf der Bühne auch wichtig ist, deine Bauchkontrolle. Und wenn du das jeden Tag machst, über Stunden, über Monate und so weiter, das kann helfen, am Ende eine schmalere Taille zu haben, mehr Kontrolle zu haben. Ja. Ich bin jetzt aber jetzt nicht ein Fan davon, weil manche Leute denken dann, ja, das, was ich auch ganz oft sehe, dass dann Leute sich so einen Waist Trainer anziehen beim Cardio, aber nur beim Cardio. Und dann schwitzen sie. Weil es ja logisch ist, da kriegst du ja kaum noch Luft. Dann schwitzen sie. Und dann siehst du, sie sind halt so richtig happy und die sagen sich, ja, ich habe hier geschwitzt und das Fett hat es rausgeschwitzt. Nein, nein, nein. Das hat nicht den Effekt, was du denkst, dass jetzt Körperfett an der Stelle verliert, nur weil du dort jetzt geschwitzt hast. Das ist Wasser. Du trinkst und das Wasser ist wieder drin im Körper. Da gibt es halt so ein bisschen, ja, Verwirrung bei den Leuten. Also, das ist meine aktuelle Meinung, dass ein Waist Trainer Sinn machen kann. Wobei ich finde, das empfehle ich eigentlich jedem, der auf die Bühne auch geht, mach Vakuumtraining. Das ist, finde Ja. ich, immer noch das Allerbeste, was du machen kannst. Also, neben Waist Trainer, also, neben, wenn du keinen Waist Trainer tragen magst, achte einfach auf deine Haltung. Wenn du rumläufst, lass dein Bauch nicht raushängen. Achte auf deine Haltung, ja. Brust raus, Bauch rein. Das Ja, ist ja auch genau. das, was man dann on stage macht. Also Genau. ich hasse diese Waist-Trainer. Vor allem in der Off-Season, hey, sorry, aber ich habe keinen Bock, mein Fett einzuquetschen. Das hat mich immer so gestört. Und man muss sich dann auch immer fragen, okay, was hängt denn raus? Ist es jetzt mein Fett oder ist es ein aufgeblähter Bauch? Kann es vielleicht sein, dass ich hier irgendwie ein Gap habe, also in Form von irgendeiner Intoleranz? Vertrage ich irgendwas nicht? Ist vielleicht mein Mikrobiom nicht in Ordnung? Vielleicht mal auf solche Sachen auch achten. Ja. Also es muss nicht immer gleich Fett sein oder eine instabile Haltung. Es kann vielleicht auch mal irgendwie irgendeine Magen-Darm-Geschichte sein, die man vielleicht auch mal behandeln sollte. Absolut, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, den du genannt hast, weil wenn einer wirklich Probleme hat, Bauchkontrolle oder aufgeblähten Bauch ständig hat, aber du hast wenig Körperfett, ja, dann stimmt irgendwas nicht, dann musst du echt gucken. Meistens ist es eine Darmgeschichte und schauen, ja, wie du gesagt hast, vielleicht Makrobiombestimmung machen. Gucken, Lebensmittelintoleranzen ausschließen. Ich habe gerade eine Athletin, die hat rausgefunden, die hat einfach mal auf einen Schlag fast 3 Kilo verloren. Auf einen Schlag, so in ein, 2 Tagen. Dann gucke ich mir die Tabelle an und dann checke ich so, hä? Die hat 3 Kilo verloren. Dann erzählt sie mir hier so, ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar Tage die Milchprodukte weggelassen. Nichts geändert, nur die Milchprodukte weggelassen, habe dafür was anderes gegessen, dass die Kalorien passen. Und das war der Grund. Also manche reagieren auf gewisse Lebensmittel sehr, sehr sensibel. Das muss man halt Weißt herausfinden. du, der Grund ist ja der, wenn du eine Intoleranz hast, wenn es dein Magen nicht verträgt oder dein Verdauungstrakt nicht, dann sind es ja Entzündungen und die machen sich bemerkbar in Form von Wassereinlagerungen. Und das ist halt eben wahrscheinlich der Grund gewesen, wieso sie mehr gewogen hat. Ja, absolut. Das sind Entzündungen, die im Körper entstehen können. Ja, also darauf achten und ja, Vakuumtraining machen, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Bauchkontrolle, man trainiert die inneren Bauchmuskeln, gerade den Musculus transversus, das ist ja wie ein Korsett, wenn man es anguckt, ist wie ein Korsett, sieht es aus. Der ist innen im Rumpf und läuft dann praktisch transversal nach hinten zur Wirbelsäule und das kann man mit Vakuumtraining halt super, super gut trainieren. Vielleicht zu guter Letzt, was denkst du noch zum Thema Supplements? Gibt es da irgendwas, was vielleicht jetzt gerade für den Bikini-Körper ja, gut ist oder unterstützend sein könnte? Boah, eigentlich nichts anderes wie jetzt bei anderen Bodybuildern auch. Also ich meine, man kann Proteinpulver verwenden, BCAAs, EAAs, Kreatinmonohydrat, Monohydrat aus dem Grund. Also ich würde immer auf Monohydrat gehen, weil es einfach die günstige Variante ist. Ist auch, sogar auch gut für Bikini-Damen, weil die meisten ja immer Angst haben, oh, ich nehme dann zu und Wassereinlagerungen, ja, aber es ist intrazellulär, also in den Muskeln Ja. lagerst du Wasser ein. Und ja, du hast halt dadurch also du kannst, wenn du das regelmäßig nimmst,
mehr Kraft regenerieren, mein Deutsch ist echt voll. Und es kann sogar die Proteinsynthese verbessern. Also Ja. macht auf jeden Fall Sinn, auch in der Diät zu nehmen. Absolut, Ansonsten ja. so Sachen wie Omega-3, Vitamin D, aber das sind so Standard-Supplements, die man eigentlich immer nehmen sollte, ja. Genau, das sind so die Basics. Und ja, gerade das Kreatin finde ich auch, es macht von der Optik am meisten was aus. Du kriegst einfach einen volleren Look, bessere Trainingsleistung, bessere Proteinsynthese. Also es hat lauter Vorteile, gibt es auch Studien, dass das Kreatin die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Also das Gehirn profitiert auch davon. Und was ich vielleicht noch machen würde, ist, wenn einer wirklich sehr gestresst ist, kann man halt Supplements nehmen, die einfach so ein bisschen den Stresspegel reduzieren. Sei das heißt es jetzt Ashwagandha oder fürs Schlafen. Manche haben echt Probleme, weil sie noch aufgedreht sind. Kann man Melatonin einbauen. Ja, das sind vielleicht so Supplements, die noch ein bisschen helfen können, definitiv. Aber dann, ja, tatsächlich gibt es da keinen großen Unterschied zu einem Mann. Also, wenn das Training vielleicht Spaß macht, weil du einen schönen Pump haben möchtest, also wenn du stehst auf einem geilen Pump, du haust den Pump-Booster rein mit ordentlich Citrullin, Arginin und so weiter und das Training macht dir Spaß und du gibst deswegen mehr Gas, dann war es ja gut, dass du das investiert hast, das Geld. Brauchst du es unbedingt? Nein. Aber hat es dir vielleicht persönlich was gebracht? Ja, okay, dann kannst du ruhig einen Pump-Booster mal nehmen. Das ist vielleicht ein Supplement, wo vom Kopf her halt auch viel machen kann. Ja. Also ich benutze zum Beispiel auch manchmal, also nicht an Beintagen, weil ich habe schon zu viel Pump in den Beinen, aber wenn ich mal zum Beispiel Rücken, Brust oder so trainiere, ab und zu gönne ich mir da halt so einen Pump-Booster, also ohne Stimulanzien und ja, das macht dann einfach Spaß. Du bist dann besser drauf, fühlst den Muskel besser, hast du besser Mind-Muscle-Connection, was ja allgemein hilft, auch dann den Muskel besser zu reizen. Ja, also das ist im Endeffekt, wie ihr rausgehört habt, sind es ein paar Punkte, worauf man achten sollte, wenn man jetzt so einen Bikini-Körper aufbauen möchte. Das heißt, wie man trainiert, was für Übungen man aussucht, wie viel Cardio man macht, auf die Ernährung achten und so weiter. Das sind so ein paar Punkte, wo, ja, wenn man die nicht einhält, kommt man nicht ans Ziel oder nicht so gut ans Ziel. Und wie wir es immer wieder sagen, sich professionelle Hilfe suchen, wenn man nicht weiterkommt alleine, weil da gibt es genügend gute Leute, die Bescheid wissen, die es immer wieder machen. Ich meine, wir beide haben ja, du hast fast nur Frauen, oder? Du hast ein paar Männer im Coaching, aber viele Frauen. Und ich meine, du siehst es ja dann immer wieder, wie es funktioniert. Mit dir selber natürlich auch, aber mit deinen Athleten auch, mit deinen Kunden. Und bei mir ist es genauso. Ich meine, du hast 50 verschiedene Kunden, jeder ist anders, aber du bringst aber alle ins Ziel. Alle machen Fortschritte, alle kommen ihrem Ziel näher, alle machen Progress und dann hast du so viele Werkzeuge in deiner Werkzeugkiste und kannst dann immer wieder einsetzen. Ja, das kann man halt nicht, das kann man nicht in einem Buch lesen, sowas, das Wissen. Nein, Das geht nicht. da gehört Praxis sehr, sehr stark dazu, aber eben auch, dass du jeden individuell coachst und Absolut. dir auch die Zeit nimmst und für jeden Einzelnen und nicht irgendwie hier Copy-Paste denen gibst. Jetzt vor unserem Podcast auch. Ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um das neue Programming zu schreiben. Ja, aber es macht auch irgendwo Spaß. Und du weißt, es ist. Also, meine Kunden könnten sich alle treffen. Die könnten alle ihre Sheets rausnehmen und sie dann miteinander vergleichen. Du würdest nicht zweimal den gleichen Trainingsplan haben. Ja. Und das ist halt einfach ein gutes Gefühl zu sagen: geil, jeder hat seinen eigenen Plan. Jeder wird selbst individuell gecoacht. Und ja, das ist halt das. Macht halt im Endeffekt schon den Unterschied. Ich brauche auch Hast du noch immer voll was? lange für Programming. Ja. Also so ein kleiner Insider, Valentino und ich, wir schicken uns immer mal so Playlists. So Musik-Playlists. Ja, fürs Programming schreiben, dass wir auch in Stimmung kommen. Wenn deine scheiß Musik läuft und das Programming dann zu hart wurde, dann weißt du so, so war es nicht gut drauf. Das hilft wirklich, hey. Das muss man, wir müssen irgendwann so eine Podcast-Folge mit anderen Coaches machen. Laden wir noch ein paar andere Coaches ein. So Coaching-Lifestyle, so ein paar Hacks. Ja. Ein paar Hacks, so. Das ist ganz gut. Also Musik ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Punkte. Voll. Ja, ich danke dir, Niki, für deine Zeit. Danke dir auch. Ja, jetzt ruhe dich mal schön aus. Du auch. Ja, ich muss mich ausruhen.
Übermorgen steht bei für mich auch nochmal Beine an und das wird dann die Hölle sein. Und ja, ansonsten, wenn ihr lieben Zuhörer Fragen an uns habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Ich packe immer alles in die Beschreibung rein. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Mehrwert geben, euch helfen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.